Wenn du Unternehmer bist, Gründer oder Führungskraft, du bist noch nicht dort angekommen, wo du hinkommen willst, dann kann es unter anderem auch an dem Johari-Fenster liegen. Es gibt also Johari-Gründe für deinen Erfolg oder für deinen Misserfolg. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich arbeite auch als Professional Coach. Und als Coach ist es wichtig, auch in die Persönlichkeit der Unternehmer, der Gründer hineinzuschauen und Hilfestellung zu geben, gerade bei den Punkten, die sie selbst nicht erkennen. Dieses Modell des Johari-Fensters wurde entwickelt von Joseph Luft und Harry Ingham und beide zusammen haben versucht, auf einem Modell zu verdichten, was dich als Persönlichkeit ausmacht. Die haben festgestellt, dass es bestimmte Bereiche gibt, die du selbst kennst, die dir selbst bekannt sind und es gibt bestimmte Bereiche, die dir selbst unbekannt sind. Und hier auf der linken Seite sind dann die Bereiche aufgelistet, was andere von dir wissen oder eben nicht wissen. Und aus diesen Spalten und Zeilen entstehen vier Fenster, die vier verschiedene Namen haben und ganz unterschiedliche Bedeutungen enthalten. In dem ersten Fenster kommt zusammen, was du von dir weißt und was andere von dir wissen. Das wird dann auch genannt das öffentliche Ich. Und wenn du vielleicht nur angestellt bist oder wenn du bisher noch nicht groß in Erscheinung getreten bist über Ehrenämter oder andere Funktionen, dann ist das öffentliche Ich relativ gering. Es beschränkt auf deinen Kreis der Kollegen und deiner Freunde und deiner Familie. Direkt darunter liegt das Wissen über dich, was nur du weißt, aber andere nicht wissen. Das nennt man demzufolge auch das geheime Ich. Und hier gibt es eine ganz wichtige Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Man hat festgestellt, dass je mehr Menschen von sich selbst preisgeben in die Öffentlichkeit, das heißt, je mehr vom Geheim-Ich ins öffentliche Ich verlagert wird, desto transparenter bist du und desto beliebter bist du. Andersherum ist es, wenn du so gut wie nichts von dir selbst preisgibst. Wenn also niemand weiß, was du beruflich machst, wenn niemand dein Hobby kennt, wenn niemand weiß, was deine politische Ansicht ist, wenn niemand weiß, was du gerne machst, was du nicht so gerne machst, wenn du alles im Verborgenen hältst und vielleicht auch deine Gefühle komplett verpackst, nun, dann wissen wenig Menschen von dir Bescheid, wer du bist. Und häufig ist das so, gerade in Führungssituationen in Unternehmen, dass die Menschen nicht nur nicht wissen, wer du bist, sondern sogar vor dir beginnen, Angst zu bekommen. Das heißt, wenn du unternehmerisch erfolgreich sein willst, wenn du eine große Reichweite aufbauen willst und beliebt sein willst, dann mach es zur Gewohnheit, so viel wie möglich auch öffentlich zu machen, was du gerne isst, was du magst, was du nicht magst, wo du vielleicht auch deine Freizeit verbringst, welche Hobbys du hast. All das, was nicht verboten ist, das kannst du dann öffentlich auch teilen, wenn du das möchtest. Bei dem dritten Fenster wissen andere was von dir, was dir unbekannt ist. Deshalb wird es auch genannt als der blinde Fleck. Beispielsweise geht die Bulimiekranke über die Straße und alle sehen, wow, die muss krank sein. Wenn man sie aber zur Rede stellt und fragt, wie es ihr geht, sagt sie, ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich bin vielleicht ein bisschen zu dick. Das bedeutet, andere Menschen können dir Feedback geben auf den Stellen in deinem Leben und deiner Persönlichkeit, wo du einen blinden Fleck hast. Das muss nicht nur was Negatives, was Krankhaftes sein, was du abstellen kannst. Zum Beispiel das Popeln in der Nase oder das Kratzen im Ohr. Manche Geschäftspartner habe ich kennengelernt, die sich im Geschäftsgespräch in der Nase popeln und den durch die Gegend schnipsen oder am Ohr kratzen oder irgendwie einen Pickel ausdrücken im Gespräch. All das kannst du als Feedback bekommen und vielleicht abstellen. Aber genauso geht es mit den positiven Eigenschaften, mit den Stärken. Viele Menschen, viele Klienten, die zu mir kommen, die kennen ihre Stärken nicht. Wenn ich die frage, was sind ihre Stärken, dann kommt, pünktlich sein. Aber wenn man sie fragt, was sie nicht gut können, dann kommt erstens, zweitens, ich kann nicht zuhören, ich kann das nicht, ich kann das nicht, das kann ich auch nicht, das habe ich noch nie gekonnt und das kann ich nicht. Sie wissen meistens das, was sie nicht können. Und wenn du eine Umfrage machst, gerade im Rahmen deiner Positionierung, deines Marktauftritts, deines Brandings, ist es wichtig, dass du deine Stärken, deine Kernkompetenzen kennst. Und hier kann es hilfreich sein, dass du andere Menschen befragst nach deinen Stärken. Und du wirst ganz erstaunt sein, zu welchen Fragen, zu welchen Joker-Fragen dich dein Umfeld anrufen würde, wo die denken, dass du Experte bist. Und das gilt es herauszufinden, immer wieder erneut in Umfragen. Und das wird dein Selbstbewusstsein aufbauen und das wird dein Unternehmen fördern und deinen Erfolg maximieren. Das vierte Fenster halte ich für das Interessanteste, weil du da am meisten herausholen kannst. Denn dieses vierte Fenster ist dir völlig unbekannt und auch anderen Menschen völlig unbekannt. Deshalb nennt man das auch das unbewusste Ich oder das unbewusste Potenzial. Hier ist all das verborgen, was du in den nächsten 10 Jahren erlernen wirst, an Fähigkeiten, an Know-how, an Wissen. Hier ist all das verborgen, was zwischen dir heute und deinem Ziel oder dem Ende deines Lebens liegt. Und aktivieren wirst du es sowieso.
Die Möglichkeiten hast du, all das auch zu erlernen, was andere Menschen erlernt haben. Und hier gilt es nun an dir, einen Plan, ein Ziel zu entwickeln, was sich darauf hinführt, was sich daran optimiert, schneller das unbewusste Potenzial zu erschließen. Zusammengefasst hilft dir das Yuhari-Fenster einerseits dafür zu sorgen, dass du beliebter wirst, auch zu erfahren, was sehen die anderen überhaupt von dir. Andererseits hilft es dir aber auch, über Fremdbild-Umfragen zu erfahren, dass andere von dir denken, worin du gut bist, wo du Experte bist. Das hilft dir dann bei deiner Positionierung. Und noch viel interessanter und deshalb auch eine dauerhafte Aufgabe der Verwendung hier dieses vierten Feldes ist es, dein unbewusstes Potenzial, deine unbewussten Ressourcen und Schätze zu heben, zu aktivieren. Zu wissen, so wie Einstein mal gesagt hat, auf die Frage, wie viel Potenzial er überhaupt von seinem nutzen würde, und er gesagt hat, 3, 4, 5%. Dein Gehirn gibt also wesentlich mehr her, als du bisher aktiviert hast. Und deshalb mache dich immer wieder auf die Suche und mach dir Pläne, an allen Fenstern zu arbeiten, zu deinem Vorteil. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dieses Fremdbild, dieses Selbstbild zu erforschen, zu optimieren, zu verändern, deine Außenwirkung zu verbessern, dass du beliebter wirst und dass du an deine Potenziale noch näher rankommst, noch schneller rankommst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich lade dich aber auch ein, Daumen hoch zu machen bei unserem Video, den Kanal zu abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ich freue mich, dich kennenzulernen, auf deinem Weg zu begleiten, wie du deine Zukunft auch mittels dieses Modells besser gestaltest. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.